Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, ich habe den letzten Ingame-Tag dafür genutzt, auf Loot-Tour zu gehen, damit wir mal ein bisschen an Materialien kommen. Ich habe hier auch schon mal ein bisschen weitergemacht mit dem Basebau, zumindest so eine Voranzeichnung, habe unsere Kisten noch mal ein bisschen erweitert. Ja, ich habe mal einmal ganz kurz reingeschaut. Ich habe dieses Wohnhaus und diese Autowerkstatt einmal komplett geklärt und komplett leergeräumt, fast einschließlich aller Möbel und was so drin stand. Ja, ein Klauenhammer bzw. Schraubenschlüssel ist mir nicht gegönnt gewesen. Allerdings haben wir trotzdem einen Fortschritt gemacht, und zwar, ja, da ist er. Wir haben jetzt eine eiserne Feueraxt und das sogleich in der größten Sechser-Ausführung. Das hatte natürlich seinen Vorteil. Hat jetzt seinen Vorteil, dass wir Holz viel schneller abbauen können. Ja, dazu kommt natürlich, wenn man einen ganzen Tag, Ingame-Tag nur lootet und natürlich auch den ein oder anderen Zombie einen über den Weg läuft, dass wir inzwischen ganze 12 Erfahrungspunkte haben, die ich jetzt natürlich gerne mit euch verteilen möchte. Wir sind in der Intelligenz auf Level 5, das heißt, wir setzen auf jeden Fall mal einen in die Robotik. Einen ins Besser verhandeln, einen in den Arzt. Bei den beiden können wir mit Level 5 erstmal nicht weiter. Dann würde ich sagen, wenn wir können, Parkour ist nicht ganz unwichtig, weil wir halt höher springen, tiefer fallen können, ohne uns zu verletzen. Letzteres. Maschinengewehrschütze wäre noch interessant, gut isoliert. Leben vom Land müssen wir auch erst noch aufleveln. Hier müssen wir auch aufleveln. Ja, da wir jetzt die Pumpgun haben, auf jeden Fall hier in die Donnerbüchse. Da packen wir gleich mal so viel rein, wie wir können. Da müssen wir aufleveln. Chefkoch nehmen wir noch einen rein, damit wir noch bessere Nahrung herstellen können. Für den Abbau. Ich gucke das mal ganz kurz hier noch rein. Ja, Schlösser knacken. Da können wir nicht mehr. Ich sage, wir geben hier noch 4 haben wir noch. Wir geben hier noch 2 in Stärke. Und geben hier noch ein. Intelligenz. Und dann schalten wir uns. Nein. Elektriker. Ja, wir werden ja wieder Punkte machen. Ich würde sagen, wir schalten uns erstmal das Motorrad frei. So, da wir nun aber Minibike, Motorrad, alles herstellen können, uns das aber ohne Werkbank überhaupt nichts bringt. Ja, hier nicht. Wir haben einen Klauenhammer. Vierer würde ich opfern. Dafür aber einen Fünfer Schraubenschlüssel zu opfern, das wäre schon bitter. Ich würde sagen, auch beim Loot ist einiges für den Händler zusammengekommen. Wir decken jetzt als erstes mal den neuen Händler frei. In der Hoffnung, dass dieser vielleicht Klauenhammer und oder Schraubenschlüssel zum Kauf hat. Damit wir uns die Werkbank bauen können, weil ohne die Werkbank kommen wir so oder so nicht weiter. Wie gesagt, zur Not opfere ich auch den 5er Schraubenschlüssel. Aber das wäre, wie gesagt, das wäre schon bitter. Vielleicht direkt ein 5er findet. Bisschen, da bist du. Und
spät war. Wie man halt die Millisekunde zu spät klickt. Na. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg, da haben wir noch nicht alles freigelegt oder aufgedeckt. Das ging ja weit. Ja gut, wir haben die Ausdauer noch nicht voll geskillt. Ja gut, dann lassen wir am Tag 11 noch Fahrrad fahren. Ich glaube, das ist jetzt kein großartiges Verbrechen. Tag 11 sind bestimmt ziemlich weit. Hallo. Und das kann ich mal besser. Ja, herzlich willkommen im Schneebiom. Wahrscheinlich werden wir gleich die eine oder andere Meldung bekommen, dass wir nicht die richtige Kleidung dafür haben. Da ist sie schon. Die musste natürlich wieder geladen werden. Ein Bärchen, ich hoffe, er lässt uns in Ruhe. Der uns auch nicht auch in Ruhe lässt. So, dann haben wir unseren dritten Händler entdeckt. Wollen wir nochmal gucken. Habe ich noch Platz? Ja gut, zur Not gehen wir jetzt mal verkaufen, aber wir wollen ihn natürlich auch looten. Bei diesem Händler gibt es nämlich auch zwei fette Munitionskisten. Are you a customer? Also erstmal die Brille auf, damit wir mehr EP bekommen. Ja, ich überlege jetzt gerade. Ja, gut. Also den einmal anziehen. Den einmal futtern. Warum haben wir ihn noch nicht, soweit ich weiß? So, ihr seht schon durch die Brille, normalerweise wären es 1500. Wir kriegen jetzt 150 mehr, dadurch, dass wir die nötige Brille tragen. Dann die Quest schon mal abgeschlossen. Kaufen wir jetzt mal den ganzen Kram hier. Das nicht. So, 4200. Und jetzt hätte ich gerne von dir zumindest, und wenn es nur ein einer ist, aber ein Schraubenschlüssel. So, hier sehe ich soweit nichts. Er hat nur eine Taschenlampe. Aber wir können ja trotzdem mal das ganze Inventar durchgucken. Farbe kann ich selbst. Das kann ich auch soweit selbst.
Chemiestation, eh nicht genug Geld für. Wenn wir keine Werkbank haben, brauchen wir so keine Gedanken, wie wir die Chemiestation machen. Elektrik haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Viel leider nicht. Robotikhammer, okay, könnten wir uns leisten, ein Zweier. Verlasse ich mich jetzt mal auf unser Glückglück. Nee, das That's bringt all you're uns so gonna leider buy. I'll nichts. let you show yourself out. Aber wir können ihn noch mal einmal durchlooten hier. Schrank ran, aber er hat ja noch ein bisschen mehr zu looten hier, den nicht. Sechser Holzbogen, okay, den besser als unserer. Ja, draußen wird schon wieder fleißig geklopft. Ich hatte immer nur einen Kunde Zutritt. Hier war meiner Meinung nach nichts. Richtig. Nochmal ein neues Buch, sehr schön. Sehr schön. Hier noch was. Gut, die könnten wir schon aufwerten. Gut, dann lass uns die neuen einmal lernen. Zwei müssten es gewesen sein. Ja. Jetzt kann ich nochmal scrappen. Farbe raus. Scrap mag das. Das muss die Dinge. Unser Buff ist ja noch aktiv. Die können wir schon mal verkaufen. Das sind Stahlsperrteile, die brauche ich nicht. Those Draußen mehr damn Platz. things are selling like hotcakes. Ja, die Brille vergessen, aber wie gesagt, der Klassiker wird uns das ganze Let's Play begleiten. Ich warte auch schon darauf, weil das ist genau so ein Klassiker, wann ich das erste Mal die falsche Taste drücke und meine Brille zerlege, statt sie anzuziehen. Das sieht auch sehr gut aus. Können wir das schon? Okay. Hier ist nix, okay.
zweiten Kiste. Liegt auch nichts. Magazinvergrößerungsmod. So. Hier den Kollegen rausholen. Das Ding hat keinen Verkaufspreis, also scrabben. Und auf diesen Bogen. Geht uns immer noch ein Platz. Ja, das würde ich jetzt hier lieber einschmelzen wollen. Lass uns doch ganz kurz den hier mit drauflegen. Die zumindest ist leer. Hier wo gucken. Ist aber nichts. Ich pack hier nochmal den Müll. Nö, ein Nest ist hier noch. Was ich immer gerne mache bei den Händlern, die nicht base-nah sind, und ich kann es gerade durch Zufall, dass ich die Lagerfeuer ausstatte. Ja, aber jetzt haben wir auch genug zu Hause, können wir auch reinpacken. Weil dann kann man sich auch in diesem Bereich wenigstens Nahrung herstellen. So, an die Tierchen kommen wir so nicht ran, weil beim Händler ja nichts abgebaut werden darf. Wie viele Plätze habe ich jetzt? Gar keine. Dann lass uns erst wieder verkaufen. No loitering. Ist immer noch aktiv, das ist schön. Ist nicht, ne? Ja, Thank God you're done browsing. Next time I'll charge. Jetzt fahre ich ja noch draußen. Sollen wir da kurz was ablegen? Das ist eigentlich ein So. Mach auf. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das Fleisch lassen wir uns natürlich nicht entgehen. So, dann gucken wir uns den letzten Bereich hier nochmal an. Leider der Pilze nicht abbaubar, aber zwei Knochen. Okay, Tierfett und Holz, das ist in Ordnung. Hier, 117 Beton, hilft uns auch weiter, da oben ist nichts. Achso, seinen Automaten können wir noch mal checken. Zwei Hintern sehr gut. Können wir aber auch jetzt mal abbauen. Gut. Dann würde ich sagen, belassen wir es aber dabei. Ich hatte zwar gesagt, dass wir erstmal alle Händler auf 1 bringen wollen. Noch einer, das ist doch nicht zu fassen. Was ist denn gerade hier? Nur habe ich das Ganze nochmal überlegt und es macht natürlich mehr Sinn, wenn wir jetzt erstmal bei Gen, also Base nah, gucken, dass wir höhere Quests machen. Auch bessere Belohnungen bekommen und auch weiter schneller aufleveln können.
Test. Die kannst du behalten. Gut, dann machen wir zurück zur Base. Rückweg noch ein bisschen Platz. Naja, viel nicht, aber. Ja, gut, dann können wir wenigstens einmal. Die Straße entlooten. Auto abbauen wird mit dem Inventar so nix, aber. Habe ich die richtige? Hier schon, dass nur einer rein. Da passt er nicht rein, da ist kein Platz mehr. Passt hier mehr rein. Da passt nur einer rein. Was klopft? Irgendwas klopft. Kann ich hier was sehen? Ein. Das ist gar nichts. Stoff. Ja. Gut, weiter geht's. Müll für ein Nest, wenn ich das Inventar voll habe, soll ich die Eier hier vielleicht rausholen. Warum hat er das? Achso, das habe ich nach dem Stacken da rausgeholt. Ich habe nichts gesagt. Hier schön, sehr schön. So, kriegen wir den kleinen. Hab ich mechanische? Ne, hab ich natürlich nicht. Warum denn? Danke. 90 Gesundheit, okay. So, wie gesagt, das Auto abbauen, da haben wir jetzt keinen Platz im Inventar. Maismehl ist jetzt nicht mega dramatisch, wir müssen nicht mitnehmen. Außer für EP jetzt auch nicht mehr anhalten. Ja. Warte. Gott. Ja, dieses überhebliche vorher. Hat eigentlich schon alles gesagt. Hier werden wir das ein oder andere Mal noch vorbeikommen, deswegen ist es jetzt nicht schlimm, dass wir das liegen lassen.
Das kann ich nicht gucken. Quetfeld ein hier. Nein. Mal einer. Gut, dann packen wir die ganze Sache mal aus. Dann würde ich aber sagen, beißen wir den sauren Apfel und opfern das, was wir bislang haben. Weil die Werkbank ist jetzt erstmal wichtiger. Das noch hier nicht. Die habe ich ja umsortiert. Holz habe ich auch umsortiert. Die ist mal da rein, ein bisschen eine bessere haben. Jetzt habe ich, sehe die auch hier, auch einiges gefarmt, weil wir hier auch ein bisschen bauen müssen. So, dann haben wir einmal den Chefkoch geskillt, das heißt, hier sind eine ganze Menge Schlösser weg. Eine Menge mehr kochen, unter anderem Steak mit Kartoffeln, Wildbrateneintopf. Das sind natürlich Dinge, die einiges an Nahrung bringen. Aber ihr seht schon, hier kommt auch noch ein bisschen was. So, dann das Fahrrad einmal leeren. Das. Der Rest ist zum Schmelzen. Gut, und wie ich gesagt habe, so schwer es mir fällt mit dem 5er Schraubenschlüssel, aber wir bauen uns jetzt die Werkbank. Weil ohne die wäre Stillstand. So, 25 geschmiedete Eisen, 20 mechanische Teile. Das haben wir alles da. Dann machen wir uns noch 20 Holz. 50 Holz. Ja, schade, war schön mit dir, aber.
So, Moment, ich bin auch drin. Der, den Schlafsack habe ich nochmal hierher platziert. Hier die Kiste nochmal erweitert. So, was sagt die Werkbank? 2 Minuten. Dann können wir einmal gucken. Ich würde sagen, da wir schon freigeschaltet haben. Motorradfahrwerk kostet uns 25 geschmiedetes Stahl und der Lenker 5, das heißt 30. Das haben wir an sich. Räder, Motorradbatterie haben wir auch. Ja, dann würde ich sagen, hat doch unsere Werkbank gleich schon zu tun. Dann werde ich das Mini-Motorrad, das werde ich überspringen. Jetzt zumindest, was das Fahren angeht, das Ausdauerproblem gelöst. Und das Motorrad hat dann noch deutlich mehr Plätze als das Fahrrad und auch das Minibike. Eine Minute. Achso, wir können ja die Materialien hier schon mal ranholen. So, er hat gesagt 25 oder 30. Dann sind es hier 10 mechanische, da 10 macht 20. Klebeband. Sechs elektrische, 3 elektrische. Scheinwerfer, wir gleich brauchen 2 Räder, einen Motor, eine Batterie und hier schon aus dem Hut einen Buff fürs Motorrad. Benzin werden wir auch brauchen. So, ich habe gerade im Augenwinkel gesehen, die Werkbank ist fertig. Platzieren wir hier. Dann werden wir gleich einmal das bitte. Gut, dauert dann ungefähr 3-4 Minuten. Ja, ich sehe gerade, wir sind jetzt über die halbe Stunde weit hinausgeschossen, aber das wäre jetzt auch gemein, jetzt die Folge zu beenden. Ich würde sagen, wir warten nochmal einmal darauf, dass das Motorrad fertig wird. Leer, dann würde ich auch sagen, so oben in der Kiste. Trauern wir noch 2 Minuten um unseren 5er Schraubenschlüssel. Hunger, Adam.
Ist doch was. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Müll oder Nester finden. Da ist ein Nest. Ich weiß nicht, ob das beim Nest auch hilft, aber er ist hier. Zwei Eier, da ist noch ein Nest. Stein abbauen. War ich an dem? Ja. Gut. Also Steine habe ich sowieso im Inventar. Hier rein. Fleisch haben wir schon eine ganze Menge, das gefällt mir. Das Holz hier rüber. So. Einmal fertigen. Ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht. Dieses Warten. Seid ihr sicher genauso gespannt aufs Motorrad wie ich auch. Ich sehe gerade, wir haben wieder über fast 3000 Eisen. Packen wir hier ein bisschen was rein. Ach ja, das wird eine Erleichterung. Und vor allen Dingen eine Beschleunigung. Mal so lange mal ganz kurz gucken, ob wir noch was fürs Motorrad modden können. Aber ich glaube, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Den Scheinwerfer-Mod, den haben wir ja gefunden. Gut, der Rest ist noch nicht freigeschaltet, aber es gibt hier noch den Brennstoffsparer-Mod, Reservetank-Mod und Fahrzeug-Superlader-Mod. Sitzplatz-Mod ist fürs Motorrad, glaube ich, aber ist eh Multiplayer. Soll ich einen zusätzlichen Sitz haben, wenn ich hier in Singleplayer spiele? So, es ist jeden Moment soweit. Wir haben das Motorrad. Ich sag, packen wir den Scheinwerfer-Mod hier gleich mit rein. Und dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Leider im Dunkeln, aber ich weiß gar nichts. Wir haben unser Motorrad.
So, einmal betanken. Wieder gehen rein. Das packen wir uns gleich als Reserve hier rein. Und ihr seht schon, das Fahrrad hatte eine 9er Reihe. Hier haben wir jetzt 4. Das hilft uns doch schon um einiges weiter. Gut, dann würde ich aber sagen, für diese Folge machen wir jetzt Schluss. Die war lang genug. Wir haben einen neuen Händler freigeschaltet. Wir haben uns das Motorrad hergestellt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin.